Zu den selten gewordenen Bäumen unserer Heimat zählt die Schwarzpappel, die zur Familie der Weidengewächse gehört. Sie erreicht eine maximale Höhe von 30 Metern und hat eine hochgewölbte, ausladende Krone. Bei älteren Bäumen sieht diese oft mehrteilig und unregelmäßig aus. Der Stamm der Schwarzpappel ist kräftig und manchmal gewunden. Schon in geringer Höhe teilt er sich in massive Äste. Die Borke der Schwarzpappel ist dunkelgrau und hat eine grobe, netzförmige Struktur. Pappeln durchwurzeln die Erde intensiv, aber ihre weitreichenden Wurzeln sind nur oberflächlich. Die Blätter der Schwarzpappel wachsen abwechselnd entlang des Astes. Man nennt das wechselständig. Sie erinnern in ihrer Form an ein Herz mit einer schmalen, langen Spitze. Am Blattrand sitzen abgerundete, nach vorne zeigende Zähnchen. Die glänzend dunkelgrünen Blätter können bis zu 10 cm lang werden. Blütezeit ist von März bis April, noch bevor die Blätter austreiben. Die Pappel ist ein zweihäusiger Baum, das heißt, es gibt rein männlich und rein weiblich blühende Bäume. Die männliche Blüte ist ein hängendes, etwa 9 cm großes Kätzchen. Es setzt sich aus vielen Einzelblüten zusammen. Aus jeder Blüte ragen 20 bis 30 rote Staubblätter. Die weiblichen Blütenkätzchen sind gleich groß, aber grünlich. Die Bestäubung der Pappeln erfolgt durch den Wind. Von Mai bis Juni sind die Pappelfrüchte reif. Aus jeder weiblichen Blüte des Kätzchens ist eine kahle, zugespitzte Kapsel geworden. In ihr ist der Samen, der einen weißen, wolligen Haarschopf trägt. Daran erkennt man die nahe Verwandtschaft zur Weide, denn die Früchte von Weiden und Pappeln gleichen einander. Zum Keimen benötigt Pappelsamen feuchte, sand- oder kieshaltige Böden. Pappeln können sich auch vegetativ, also ungeschlechtlich, vermehren. Sie sind in der Lage, eine sogenannte Wurzelbrut zu bilden. Darunter versteht man die Fähigkeit, aus den flach unter der Erde verlaufenden Wurzeln junge Triebe auszubilden. Aus ihnen entstehen dann neue Bäume, die genetisch identisch sind mit dem Mutterbaum. Die jungen Bäume sind also sogenannte Klone. Die Pappel zählt zu den Pioniergewächsen. Diese Pflanzen besiedeln als erste kahle Böden und wachsen schnell. Ein weiteres Merkmal von Pionierpflanzen ist der hohe Bedarf an Licht. Pappelholz ist sehr leicht und lässt sich einfach spalten. Daher wird es zur Herstellung von Streichhölzern, Tischtennisschlägern, Zahnstochern und Papier verwendet. Die Pappelknospen enthalten Phenoglykoside, Gerbstoffe und ätherische Öle. Daraus macht man Salben und Extrakte. Sie helfen als Wundmittel und werden bei Arthritis, Rheuma und Bronchitis verwendet. Die schlanken Pappeln, die wir oft als Straßenbaum in den Städten sehen, sind Formen der Schwarzpappel, die sogenannten Pyramidenpappeln. Zeitgenössischen Berichten zufolge wurden sie Mitte des 18. Jahrhunderts in Italien entdeckt. Deshalb wird die Pyramidenpappel auch italienische Pappel genannt. Es gibt bei uns nur männliche Bäume und die Fortpflanzung ist daher ausschließlich über Stecklinge möglich. Große Ansammlungen von wild wachsenden Pappeln findet man häufig in Wassernähe. Dort gedeihen sie besonders prächtig.
Zu den selten gewordenen Bäumen unserer Heimat zählt die Schwarzpappel, die zur Familie der Weidengewächse gehört. Sie erreicht eine maximale Höhe von 30 Metern und hat eine hochgewölbte, ausladende Krone. Bei älteren Bäumen sieht diese oft mehrteilig und unregelmäßig aus. Der Stamm der Schwarzpappel ist kräftig und manchmal gewunden. Schon in geringer Höhe teilt er sich in massive Äste. Die Borke der Schwarzpappel ist dunkelgrau und hat eine grobe, netzförmige Struktur. Pappeln durchwurzeln die Erde intensiv, aber ihre weitreichenden Wurzeln sind nur oberflächlich. Die Blätter der Schwarzpappel wachsen abwechselnd entlang des Astes. Man nennt das wechselständig. Sie erinnern in ihrer Form an ein Herz mit einer schmalen, langen Spitze. Am Blattrand sitzen abgerundete, nach vorne zeigende Zähnchen. Die glänzend dunkelgrünen Blätter können bis zu 10 cm lang werden. Blütezeit ist von März bis April, noch bevor die Blätter austreiben. Die Pappel ist ein zweihäusiger Baum, das heißt, es gibt rein männlich und rein weiblich blühende Bäume. Die männliche Blüte ist ein hängendes, etwa 9 cm großes Kätzchen. Es setzt sich aus vielen Einzelblüten zusammen. Aus jeder Blüte ragen 20 bis 30 rote Staubblätter. Die weiblichen Blütenkätzchen sind gleich groß, aber grünlich. Die Bestäubung der Pappeln erfolgt durch den Wind. Von Mai bis Juni sind die Pappelfrüchte reif. Aus jeder weiblichen Blüte des Kätzchens ist eine kahle, zugespitzte Kapsel geworden. In ihr ist der Samen, der einen weißen, wolligen Haarschopf trägt. Daran erkennt man die Nahe. Blütezeit ist von März bis April, noch bevor die Blätter austreiben. Die Pappel ist ein zweihäusiger Baum, das heißt, es gibt rein männlich und rein weiblich blühende Bäume. Die männliche Blüte ist ein hängendes, etwa 9 cm großes Kätzchen. Es setzt sich aus vielen Einzelblüten zusammen. Aus jeder Blüte ragen 20 bis 30 rote Staubblätter. Die weiblichen Blütenkätzchen sind gleich groß, aber grünlich. Die Bestäubung der Pappeln erfolgt durch den Wind. Von Mai bis Juni sind die Pappelfrüchte reif. Aus jeder weiblichen Blüte des Kätzchens ist eine kahle, zugespitzte Kapsel geworden. In ihr ist der Samen, der einen weißen, wolligen Haarschopf trägt. Daran erkennt man die nahe Verwandtschaft zur Weide, denn die Früchte von Weiden und Pappeln gleichen einander. Zum Keimen benötigt Pappelsamen feuchte, sand- oder kieshaltige Böden. Pappeln können sich auch vegetativ, also ungeschlechtlich, vermehren. Sie sind in der Lage, eine sogenannte Wurzelbrut zu bilden. Darunter versteht man die Fähigkeit, aus den flach unter der Erde verlaufenden Wurzeln junge Triebe auszubilden. Aus ihnen entstehen dann neue Bäume, die genetisch identisch sind mit dem Mutterbaum. Die jungen Bäume sind also sogenannte Klone. Die Pappel zählt zu den Pioniergewächsen. Diese Pflanzen besiedeln als erste kahle Böden und wachsen schnell. Ein weiteres Merkmal von Pionierpflanzen ist der hohe Bedarf an Licht. Pappelholz ist sehr leicht und lässt sich einfach spalten. Daher wird es zur Herstellung von Streichhölzern, Tischtennisschlägern, Zahnstochern und Papier verwendet.
Die Pappelknospen enthalten Phenoglykoside, Gerbstoffe und ätherische Öle. Daraus macht man Salben und Extrakte. Sie helfen als Wundmittel und werden bei Arthritis, Rheuma und Bronchitis verwendet. Die schlanken Pappeln, die wir oft als Straßenbaum in den Städten sehen, sind Formen der Schwarzpappel, die sogenannten Pyramidenpappeln. Zeitgenössischen Berichten zufolge wurden sie Mitte des 18. Jahrhunderts in Italien entdeckt. Deshalb wird die Pyramidenpappel auch italienische Pappel genannt. Es gibt bei uns nur männliche Bäume und die Fortpflanzung ist daher ausschließlich über Stecklinge möglich. Große Ansammlungen